Das, ihr Lieben, war jetzt die Variante Nummer 1, die kleinen Pizzaherzchen. Jetzt zeige ich euch gleich Variante Nummer 2. Die ist super einfach in der Herstellung und jeder kann die nachmachen. Ich zeige euch erstmal die Zutaten. Für die Mini-Gugelhupfs benötigen wir 200 Gramm Mehl Typ 405, 60 Gramm Zucker, 3 Esslöffel Joghurt, da verwende ich wie immer den Skier-Joghurt, ein Ei der Größe M, 100 ml Milch, 50 ml Sonnenblumenöl. Hier habe ich den Saft von einer Zitrone, das sind 3 Esslöffel, außerdem der Abrieb von der einen Zitrone, 1 Teelöffel Backpulver und 2 Esslöffel von den Preiselbeeren. Ich habe euch ja versprochen, das Rezept ist ganz einfach, das heißt, wir nehmen einfach nur eine Schüssel zum Rühren. Dann kommen erst alle flüssigen Zutaten hinzu, also das Ei, dann die Milch. Da kann auch schon mal das Öl hinzu. Der Saft. Das verrühre ich jetzt erst einmal. Tue ich da schon mal den Joghurt hinein. Dann wird das Ganze auch schon mal schön verrührt. Dann tue ich da schon mal den Zucker hinein, den Zitronenabrieb, dann kommt auch schon das Mehl hinein mit dem Backpulver. Und das wird jetzt klümpchenfrei verrührt. Es duftet auf jeden Fall schon mal schön zitronig. Und dann kommen die Preiselbeeren hinzu. Dann haben wir es auch schon gleich geschafft. So, man kann jetzt nochmal, damit man auch nochmal sicher geht, nochmal einfach mit dem Schaber hier komplett den Rand lösen. Dann geht man auch nochmal sicher, dass auch wirklich alles schön verrührt ist. So, das war es auch schon. Schon ist der Teig fertig. Jetzt habe ich hier schon mal ein Backblech vorbereitet. Hier habe ich so kleine Mini-Gugelhupf-Förmchen. Die sind auch gar nicht teuer, die kann man im Geschäft holen für 8, 9, 10 Euro ungefähr. Die sprühe ich einfach mal zur Sicherheit mit ein. Ich habe im Übrigen den Backofen schon mal auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Ich nehme jetzt hier einfach mal zur Hilfe so einen kleinen Eiskonzentrierer. Gib den Teig mal da drauf. So wandern sie jetzt in den Backofen. Ich sage euch dann gleich die Backzeit. Wer zu Hause die Möglichkeit hat und so einen Schaber hat, der kann den auch benutzen. Da kann man einfach hier so ein bisschen mehr drauf machen und den dann einfach so das Streichen drin verteilen. So ihr Lieben, die perfekte Zeit für die kleinen süßen Gugelhüpfe sind 12 Minuten. Die sehen mega süß aus und sind auch lecker. Durch diese Preiselbeeren sind die so, und durch den Zitronensaft da drin sind die so süß, fruchtig, super lecker. Wir bereiten schon mal den Guss vor. Hier habe ich einmal 3 Esslöffel Puderzucker reingemacht und ich habe leider keinen Preiselbeersirup gefunden, deswegen benutze ich einfach den Erdbeersirup, den ich habe, und damit ich euch genaue Angaben machen kann, gebe ich jetzt einfach immer teelöffelweise hier den Sirup rein, damit ich am Ende sagen kann, wie viel Flüssigkeit man für 3 Esslöffel braucht. Aber am besten ist sowieso immer, man guckt selber nach Augenmaß. Beim Puderzucker ist es auch immer ganz gefährlich, man hat schnell versaut, aber man kann es immer wieder retten. Entweder mit noch Puderzucker, dazu ich mache jetzt erstmal 3 rein und dann testen wir das mal aus. Das Ganze wird jetzt einfach verrührt.
einen Teelöffel hinzu, also Nummer 4. Und dann gleich nochmal Nummer 5, soll ja auch schön streichfähig werden. So, das ist mir immer noch ein bisschen zu dick. Dann mache ich jetzt nochmal einen Teelöffel rein. Ich denke, so ist perfekt. Wenn nicht, kann man lieber noch ein bisschen was dazu geben, als jetzt schon zu viel reinzumachen. So, lassen wir das Ganze jetzt mal. So, ihr Lieben, ihr seht, das ist wieder immer schön cremig, immer noch. Und so, ich habe das Ganze jetzt hier auf so ein Abkühlgitter und habe unten drunter so einen Glasteller gemacht. Ich mache mal kurz so, damit dann hier keine Sauerei entsteht und der überschüssige Guss einfach ablaufen kann. So, damit das ganz einfach. Dann sucht ihr euch einfach irgendwelche Zuckerstreusel aus, die euch gefallen, und macht das jetzt so noch im nassen Zustand, im feuchten Zustand, denn sonst bleibt das nicht mehr dran kleben. Fertig! So, ihr Lieben, ich darf jetzt endlich eins probieren mit dem Guss. Also mit dem Guss sind die sogar noch leckerer als sie. Gebt ihr mal eins zum Probieren. Schmeckt noch frischer. Also ich persönlich finde, die Arbeit lohnt sich auf jeden Fall. Dieses Rezept eignet sich natürlich auch, egal für welche Form ihr benutzt, weil mein Schatz hat gerade eben schon bemeckert, dass man dann ja so eine kleine Mini-Guckelup-Form kaufen muss. Man kann das auch in Waffenförmchen machen und könnte die dann, ich finde, das würde auch noch gehen, mit solchen Dekorherzchen genauso süß verzieren. Aber ich finde, so diese kleinen Mini-Häppchen schmecken nochmal besonders lecker. Ich hoffe, für euch war irgendwas dabei von diesen zwei Rezepten und ihr macht es nach und postet es bei Instagram. Ich wünsche euch einen wunderschönen Valentinstag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!